Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Cyberpunk 2077 in der Chaos-Version quasi, weil mein Headset hat schon wieder angefangen zu brummen und jetzt musste ich erstmal googeln, woran das denn überhaupt lag. Und ja, dann habe ich herausgefunden, dass das manchmal sein kann, wenn man das, wenn man den Controller auflädt, dass das dann quasi durch die Elektrizität anfängt zu brummen. Ja, aber das habe ich halt immer nur auf, also während ich mache ja mal meine Testings am Anfang. Dass der Ton sich ja auch nicht ganz doof anhört, ne? Und dann spreche ich mal Test, Test, Test und so ins Mikro. Und wenn ich mir das dann abhöre auf PS Share, hat's gebrummt. Ja. Lösung ist gefunden, also kann die Aufnahme ja auch beginnen, ne? Indem ich mal wieder warte. Yay! Weil ich habe ja gesagt, ich wollte noch mal gucken. Bevor wir zu Hanako reingehen, ne? Nicht, dass da doch noch... Oh, noch was kommt. Ja, das denke ich auch. Nochmal 24 Stunden warten. Ja, also Passion. Oh, Special Edition, die müssen wir haben. Ah ja. Gucken wir uns mal die Werbung an. Haben wir doch sonst nie Zeit für. Au. Also unsere Mädels, ne? Die von der Pinken, die Augen, die sehen immer noch sehr komisch aus. Keine Ahnung warum. Aber gut. Will sich denn keiner bei mir melden? Hallo Leute! Bitte! Ich brauche euch doch! Ohne euch bin ich nichts, ich brauche doch Aufgaben. Ich muss doch was Lebensausfüllendes haben und so. So. Ja. Ansonsten kann ich meinen einen Fähigkeitspunkt auch gleich wieder. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Was haben wir denn hier? Okay. Da hat jemand ein bisschen Wandfarbe explodieren lassen. Oh Gott. Ja. Okay. Wenn nichts los ist, dann würde ich sagen, Konsti ist eigentlich ganz gut, ne? Hier Athletik und so. Machen wir den mal da rein. Dann warte ich nochmal 24 Stunden. Wenn dann nichts los ist, dann können wir zu Hanako reingehen. Na. Oh. Ist doch blöd, erst diesen und dann zu retten. Also du musst wirklich hart arbeiten, wenn du es zum Traumateam schaffen willst. Die nehmen nur die Allerbesten, weißt du? Ja. Und du darfst nicht alle immer nur abschießen. Das hast du irgendwann keinen mehr zu retten. Okay, ich speichere dann mal. Ich weiß, Anfang der Folge, ganz weird, aber ja. Kann sich nicht doch nochmal jemand melden? Ich hab, ich krieg kalte Füße. Ich will mich nicht mit Hanako treffen. Ich krieg kalte Füße. Komm. Wir beenden das Spiel jetzt so. Ich brauche die Alte nicht. Um hier den Rest meiner Zeit, ne? Ah! Mann! Ach, kommt schon, Leute. Leute, lasst mich doch nicht hängen. Ich brauche euch. Kann sich nicht mal jemand melden oder so? Mein Journal ist schon wieder, außer er hier. Ist schon wieder, ne? Ganz viele Fahrzeuge, die wir kaufen könnten. Ja. Gut, dann gehen wir halt rein. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich meine, ich habe ja schon... Oh, danke. So viel gemacht. Hi. Ja, du bist an einem Punkt angekommen, von dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn du das Restaurant betrittst, werden alle noch nicht beendeten Nebenmissionen und andere Aktivitäten wie Aufträge nicht mehr verfügbar sein, bis alle Hauptmissionen abgeschlossen sind. Wenn du noch etwas erledigen möchtest, solltest du das tun, bevor du dich mit Hanako triffst. Ah, das ist das, was, ja, gut. Das ist dann wohl unser, Guess. I guess. Dann fahren wir mal ins Embers. Ich weiß. Okay. Gott, ist mir schlecht. Ja. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Diese Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Ich weiß. Ich bin vorsichtig.
Ja. Vorsichtig zu sein ist nicht gerade eine deiner Stärken. Ich weiß. Beim ersten Anzeichen von Ärger hauen wir ab. Okay. Wenn ich dann noch abhauen kann. Hey. Ja. Es gefällt mir gar nicht, dass wir gerade Scheiße. Relic Fehlfunktion haben. Na, natürlich hat sie alle weggeschickt. Ich meine, sie ist Hanako, ne? Oh Gott, Du bist gekommen. Blieb mir ja auch nichts anderes übrig. Kommen wir zum Punkt. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Okay. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Okay. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Okay. Bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Absolut niemand glaubte die Geschichte mit der Vergiftung. Oh, toll. Die Details passten einfach nicht zusammen. Na dann. Und dann macht ihr so ein Dings, Du wusstest es und hast nichts getan? Und jetzt hast du plötzlich dein Gewissen gefunden? Mein Vater hat Fehler gemacht. Okay. Das weiß ich sehr wohl. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Wie Johnny? Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mitte. Ah ja. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich geschätzt. Weißt du, was das war? Ich kann es mir vorstellen. Der Konzern? Den Konzern? Familie. Ah, okay. Unsere Familie. Ihm lag am Herzen, dass sie überlebt, weiter besteht. Stabil und ohne Widersprüche. Ah, ja. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka, Teil der Familie. Ah, ja. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Untätigkeit keine Absicht war. Es ist komplizierter. Okay. Mhm. Er ist dein Bruder. Es war schwer und wird noch schwerer, schon klar. Aber warum der Sinneswandel? Wir das frage ich mich auch. Wir wurden auf der Parade gewarnt. Sicherheitsvorschriften wurden verletzt. Es kamen die ersten Zweifel auf. Ja. Noch mehr in deinem Versteck. Als die Schläger meines Bruders nicht zur Rettung, sondern zum Töten kamen. Tja. Yorinobu war bereit, dich einfach so zu opfern. Ja. Mein Vater hatte recht. Wir haben Yorinobu nie etwas bedeutet. Ach. Ich wurde als Herz der Familie erzogen. Und jetzt... ist es an der Zeit, dass Arasaka auf sein Herz hört. Ach, der war gut. Und die Gerechtigkeit siegt. Ah, der ist ja noch besser. Hast du wie vereinbart Soulkiller mitgebracht? Finger am Abzug, verrat ihr kein Wort. Hältst du mich für so dumm, dass ich darauf reinfalle? Ich will hier lebend raus. Hätte ich solche Absichten, hätte ich einen deutlich diskreteren Ort als diesen ausgewählt. Als wenn das hier nicht diskret genug wäre, warum regnet es auf einmal? Hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Mikoshi führen. Und warum Mikoshi? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Hier in Night City. Unterhalb des Arasaka Towers. Ah ja. Lass uns abhauen. Sofort. Du willst weg? Wie kommst du nur darauf? Dann quatsch nicht dauernd dazwischen und hör ihr zu. Das wird ein Desaster. Setz dich. Wir haben keine Zeit. Ja. Und du hilfst mir im Austausch gegen... mein Bruder. Riechst du das auch? Stinkt nach Bullshit. Okay. Geh bloß nicht drauf ein. Er muss für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Ah ja. Klingt, als willst du Rache für deinen alten Herrn. Ich will,
dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama, sorosoro gojitaku ni omodori itadaite. Ah ja. Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting eingerufen. Repräsentanten aller Fraktionen nehmen daran teil. Okay. Der perfekte Moment, ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist. Ah ja. Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Ah ja. Aussagen, ha? Huh? Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Du willst, dass ich Yorinobu vor der versammelten Mannschaft schlecht mache? Ja. Nenn mich verrückt. Ich muss bald Aber das klingt nach Selbstmord. Damit niemand verdammt. Das weiß ich. Deshalb werde ich die nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Ah ja. Und wie stellst du dir das vor? Du wirst sehen. Ich muss darüber nachdenken. Das Angebot ist gut. Ich muss das überdenken. Natürlich. Aber denk schnell. Yorinobu ist seit der Parade argwöhnisch. Haben wir das Korpo-Ende doch zuerst? Jetzt komm. Lass uns hier abhauen. Ja. Wie? Geht es dir gut? Ah. Du blutest. Ah, schon wieder. Fuck. Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Ach. Zögere nicht. Triff eine Entscheidung. Keine Sorge. Deswegen. Du brauchst frische Luft. Sofort. Ja. Durchlassen. Eieieiei. Ich hab dich gewarnt. Ja. Was machst du? Scheiße, wir sind jetzt so kurz davor wie... Okay. Und du kannst dich nicht mal auf den Beinen halten. Aber ich schon. Dein Körper hört auf mich. Verstehst du, was ich sagen will? Klar versteh ich's. Du willst, dass ich dich ans Steuer lasse. Ich will dir das Leben retten. Okay. Wirf das Pseudo-Endotrizin ein und lass mich ans Steuer. Ich bringe uns nach Scheiß Mikoshi. Wie noch gleich? Jedenfalls ohne diese hinterfotzige Arasaka-Porzellanpuppe. Okay. Ohne Hilfe haben wir keine Chance. Stimmt. Deshalb werde ich Rogue dazu holen. Sie hat's immer noch drauf. Außerdem schuldet sie mir was. Vorher geplatztes Date, oder wie? Sie hätte vielleicht vor 50 Jahren was für dich riskiert. Aber jetzt glaube ich kaum. Ich überzeug sie. Okay. Schließlich kennen wir uns mit solchen Sachen aus. Also doch nicht das erste, das Korpo-Ende. Wir springen uns in den Saka Tower, genau wie früher. Und dann suchen wir den Weg nach Mikoshi. Okay. Das ist unsere einzige Chance. Was ist mit Panam? Sie hat Hilfe angeboten. Hör zu, wie. Diese Leute sind Wohnwagenschlepper. Wie ich? Ein Angriff gegen Arasaka ist kein simpler Konvoiüberfall. Du hast es schon mal mit Amateuren versucht. Ja. Wir wissen beide, wie das lief. Stimmt. Und du hast es mit Profis versucht. Auch ein Reinfall. Hm. Lass sie und ihre Leute außen vor. Wenn einer stirbt, gibst du dir am Ende nur die Schuld. Auch wieder wahr. Unsere einzige Hoffnung sitzt genau in diesem Moment im Afterlife. Und sie heißt Rogue. Rogue? Ich weiß nicht. Meinst du echt, das könnte klappen? Mit ihrer Erfahrung, ihren Ressourcen und Beziehungen. Okay. Du wirst niemand Besseren finden in Nancy. Es muss klappen. Johnny? Wir brechen in den Tower ein, alt knackt Mikoshi. Ja, bisschen spät. Na toll, du machst schon wieder einen Abgang? Ja. Ich mach schon wieder einen Abgang. Mit vibrierenden PlayStation 4 Controller. Alter, das war anders krass. Das war anders krass. Okay. Daran muss man sich immer gewöhnen, glaube ich.
Eieieiei. Übernimmt er jetzt also so die Kontrolle oder ist das... Bin ich. Nein, es ist nicht, was du denkst. Noch nicht. Okay. Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Okay. Weg. Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Okay. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Mein Kopf. Der Biochip ist fast wieder stabilisiert. Okay. Fühlt sich an. Als ob jemand deinen Kopf als Messerblock benutzt. So ungefähr. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt. Mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Okay. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Ups. Verlangt, sofort behandelt zu werden. Ah, ja. Es war dein Schutzengel. Okay. Ich war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Sag mir die ganze Wahrheit, Nick. Du bist an einem kritischen Punkt. War mir klar. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Okay. Aber erwarte kein Wunder. Langsam. Ja. Wieder ein Sieg. Für die Geschichtsbücher. Oh, Misty sitzt da hinten in der Ecke. Wenn du was zu sagen hast, Vic, sag's einfach. Tja. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Ja, war auch nicht geplant. Ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Und was soll ich tun, deiner Meinung nach? Ich habe schon alles getan, was ich mache. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Die Sache in die eigene Hand nehmen? Was glaubst du, tue ich die ganze Zeit? Was es auch ist, es führt dich immer wieder auf meinen Tisch. Ja. Siehst du das Zeug da drüben? Ja. Was ist damit? Dort findest du die letzte Dosis Pseudoendotrizin. Geschenk von Misty. Okay. Willst du den Stimmen im Kopf nachgeben? Nur zu? Verlass die Welt. Still und leise. Okay. Oder finde einen anderen Weg. Bring es auf deine Art zu Ende. Ich habe dir auch ein Geschenk hingelegt. Blocker. Schaff die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe. Der Rest liegt allein in deiner Hand. Ah ja. Also entscheide ich hier quasi schon. Wir haben noch eine Chance. Ich übernehme. Endotrezin, Rogue, Sakatower. Ah ja. Nur so haben wir eine Chance. Es reicht, Johnny. Ich muss das überdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Mhm. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest. Zuerst sollten wir von hier verschwinden. Okay. Ja, es war klar, dass das irgendwann, irgendwann ist es nicht mehr, ne? Sorry. Okay, ich hab deine Gedanken gehört. Okay. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Okay. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Ja. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Definitiv. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Oh. Ist nicht weit. Okay. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Naja. Sehen. Na komm. Vielleicht mehr, als du denkst. Ich meine,
ihr wart Partner und sie war seine Beziehung, also, ne? Ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Wir waren übrigens auch schon da oben. So. Ganz oben. Achso, wir sollen drücken. Er hatte denselben Gesichtsausdruck. Was? Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Nicht wirklich. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir. Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Tja. Mhm. Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Ja, irgendwie schon, ne? Nachdem wir hier waren. Okay. Dann wollen wir mal, ne? Ja, hier waren wir auch schon. Besser. Siehst Luft. Du die? Ja. Ich setz mich mal zu dir, wenn's geht. Ich komme her, wenn ich mal raus will. Wenn's geht, habe ich... Zum Nachdenken. Okay. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Bedanken wir uns erstmal, ne? Danke, Misty. Du hattest recht. Guter Platz. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ja. Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ah ja. Das hat nicht so gut funktioniert. Allein. Okay. Nimm dir Zeit. Ja, ja. Und ich muss speichern, wenn ich kann. Oh, kann ich. Toll. Ganz toll. Wir können nämlich gleich eine Entscheidung treffen. Ich muss nur kurz mal wieder bei meinen Dings reingucken. Wir haben hier die verschiedenen Enden. Ne, wie ich ja schon gesagt habe. Das ist das Rogue-Ende. Spawn am Ende gibt es ja auch. Okay. Okay. Ja, genau, das wollte ich machen. Genau, da wollte ich eigentlich speichern. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ja, ich weiß. Ich dachte wirklich, das war's. Ja, dachte ich auch. Immer noch da. Noch. Vorerst. Ja, du solltest vorerst alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow. Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein. Aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Okay. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Ah, ja. Oh, ja. Na ja, da wäre dieser sture Kopf. Mhm. Tja. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen will. Hab ich dich geweckt? Nein. Ich war wach. Okay. Wieder diese Container-Sache? Ach, schlimmer. Was wäre schlimmer als das? Den völlig versauten Fall von einem anderen zu übernehmen und sich wie ein Idiot zu fühlen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weiß nicht. Schwer zu erklären. Okay. Die Frage ist, warum bist du noch wach? Tja. Ich, wollte nur deine Stimme hören. Officer. Früher, Officer. Tja. Nicht für mich. Wenn das so ist, Ma'am, haben sie sich nicht verwählt. Hör mal, da du auch noch wach bist, was hältst du von einem Absacker? Hm. Jetzt geht es nicht. Ich fühle mich nicht besonders. Alles okay? Nicht wirklich, deswegen rufen wir an. Mir schwirrt nur was im Kopf rum. Also, ich mag ja nicht der beste Kopf von Night City gewesen sein. Aber ich mag's, wenn jemand... Bullshit stirbt. Labert? Nicht die ganze Wahrheit sagt. Ja! So, du hast dir einen riesen Ärger aufgehalst. Das stimmt. Vielleicht hat der Ärger ja mich gefunden. Das ist genau das, was mir an dir am meisten gefällt. Okay. Hey, ich muss los. Warte, warte.
Was es auch ist, du kannst auf mich zählen, okay? Klar. Ich weiß. Danke, River. Halt die Ohren steif. Kann ich noch Judy anrufen? Okay. Gut, dass du angerufen hast. Diese Chance hätte ich damals auch gern gehabt. Okay. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, ha? Ja. Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Das stimmt. Mhm. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Hm. Wenn du es nur zulässt. Oder du versuchst es mit Panam und ihren Wanderhuren. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Das oder stimmt. Du nimmst Arasakas Stil an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. Ja, ich weiß. Ich finde, du solltest es mit Rogue versuchen. Ja. Ihr habt die beste Chance. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Ich weiß. Es gibt noch eine Option, weißt du? Welche? Wir lassen das mit den Pillen. Ziehen einen Schlussstrich. Ein für alle Mal. Wenn wir gar nichts versuchen zu unternehmen, sind wir beide verloren. Ja. Okay, war eine dumme Idee. Vergiss es einfach. Okay, ich dachte, Achso, okay, ja gut. Wir könnten auch die Pillen wegwerfen. Und uns die Kugel geben. Ja gut, komm. Ich weiß. Wir geben uns die genau, Kugel. Genau, was ich wollte. Okay, Moment mal. Das raff ich nicht. Bei allem, was wir bis hier durchgemacht haben? Oh ja. Du willst einfach. Oh, wir haben auch so beschissene Augen. Wieso? Stimmt, ich wollte ja so Sharingan-Augen, ne? Ist die sauberste Lösung. Bei allen anderen werden Menschen sterben. Menschen sterben. So ist das immer gewesen. Ja. Aber bin ich ihr Opfer wert? Oder du? Außerdem kriegen wir es nur so beide mit. Was? Den Tod? Das ist echt nicht gut animiert. Mhm. Den Moment, wenn das Leben verfliegt. Tja, das erste Ende, würde ich mal sagen. Hm, darüber habe ich nie wirklich nachgedacht. Du schaffst es immer noch, mich zu überraschen. Okay. Habe ich vielleicht von dir gelernt. Wie? Bist du dir ganz sicher? Ja. Zu 100%. Solange du nichts dagegen hast. Ich hätte es nicht so gemacht. Aber das ist okay. Einfach so. Keine große Rede. Vielleicht habe ich auch was von dir gelernt. Oh, das ist so süß. Also das ist das kürzeste Ende. Ist es soweit? Ja. Es ist soweit. Weißt du, es ist wirklich schön. Man sieht schön unseren Charakter halt so selten, ne? Ja. Dich auch. Johnny. Wow, ich wollte es einfach nur mal gemacht haben. Okay. Ey, warum sieht man es denn nicht? Kriegt man denn überhaupt was davon mit? Nein. Also, das ist das, wie gesagt, das kürzeste Ende, eines der ersten. Ne? Ja. Die man machen kann. Wow. Ich weiß nicht, soll ich jetzt schon die Credits durchlaufen lassen? Ja doch, ne? Das ist doch bescheuert, ich meine sie. Ja. Okay, gut, wir lassen die Credits definitiv durchlaufen, wenn man da noch die ganzen... Du wirst sehen. Es hilft. Okay. Ivy, wie ist es so im Jenseits?
So schön, wie immer gesagt wird. Ja, so ungefähr. Hier unten ist es immer noch scheiße. Ja, vielleicht sogar schlimmer als vorher. Okay. Wünschte, ich hätte mehr getan. Dann wäre es vielleicht anders abgekommen. Ja, es ist halt das Ende mit den, mit den Schuldgefühlen, ne? Weil er sie so unter Druck gesetzt hat und, oh Mann. Dich vermissen. Ah, ja. Kommen gleich noch mehr Charaktere, die, da so ein bisschen reden wollen? Oder ist das für die anderen Enden aufgehoben? Ich meine, wir haben, Judy nicht Bescheid gesagt. Oh, fuck. Avi. Ich hab die Tage an dich gedacht. Oh nein. Naja. Ich meine, alle wussten, dass es mit ihr zu Ende gehen wird. Ich aber, weiß, ne? Es bringt nichts, aber. Früher haben die Leute mit Gräbern gesprochen und niemand hat mit der Wimper gezuckt. Das stimmt irgendwie. Oh Mann, jetzt bin ich auch traurig. Eieiei. Als ich sagte, ich hätte an dich gedacht, da meinte ich so richtig über alles, was du getan hast. Und okay. Ich schätze, ich kapiere jetzt, warum du diesen Ort endgültig verlassen wolltest. Naja, nicht wirklich, ne? Aber trotzdem, wie? Sie war schon am Sterben. Ich dachte, du weißt schon. Was passiert, wenn... Och Mann, das ist so traurig. Ich meine, ich... Ich wusste ja, dass irgendwie, ne... Scheiße, ich pack das nicht. Och Mann, arme Judy. Oh Mann, die tut mir voll leid. Eieieiei, das nehme ich ein bisschen mehr mit, als ich, Hey, oh, Panam. Ich wollte nur sagen, ich hoffe, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Oh, weißt sie will uns den Arsch versohlen. Weil das heißen würde, dass wir uns wiedersehen. Und dann wirst du dir wünschen, du hättest mich nie getroffen. Oh. Was hast du dir dabei gedacht, hm? Oder denkst du einfach an gar nichts? Ist es das? Nein, das ist es nicht. Nach allem, was ich für dich getan habe. Alles. Und was tust du? Hm? Immer diese Anschuldigung. Das tust du. Ich meine, ich kann verstehen, dass sie sauer ist, ne? Wenn's eine Hölle gibt. Oh, hoffe ich, dass oh, oh, oh. Ja, zusammen mit Silverhand. Verrottest. Was auch immer. Leb wohl. Oh. Ja, irgendwie schon traurig, ne? Ich meine, das ist das kürzeste Ende. Deswegen wollte ich das als erstes nehmen. Und auch das einfachste. Weil was danach kommt, wird halt schon ein bisschen schwerer, ne? Oh. Hey. Carrie. Gehört, was passiert ist. Er hat ja das nicht durchgezogen, was wir jetzt durchgezogen haben. Das wäre die Lösung für alles, ja? Dass das perfekt ausdrücken würde, wie scheiße du die Welt findest. Nein, das war eine Entscheidung zwischen uns beiden. Schon immer auf den Sack, weißt du? Romantischer Selbstmord. Ah ja? Als ob wir alle Romeo und Julia wären. Ja. Du bist ja sowas Besonderes, nicht wahr? Ja. Damit hast du nur bewiesen, dass dir deine Freunde scheißegal sind. Wirklich? Ist es das wirklich? Oder war es einfach nur die Entscheidung von Johnny und V zusammen? Was eine Verschwendung. Ja, sie war doch sowieso... Sie war doch gerade beim Sterben. Willst du das auch jemandem sagen, deren Gehirn fast explodiert? Also, ihr Gehirn ist fast explodiert, aber, ne? Sie hatte halt wirklich... Selbstmord. Oh. Naja, Schätze, das war gar nicht so abwegig. Ja. So endet es für die Hälfte aller Leute in Night City. Oh, das Mann. Ja. Für ihn tut's mir halt auch leid, ne? Mein erster Partner damals. Okay. Hat sich auch das Hirn weggeblasen. Oh, Mann, ey. Hat keinen Abschiedsbrief hinter. Aber ich wusste, es war wegen der Art, wie die Untiere... Ja, so eine Art. Natürlich hat sich nichts geändert. Nur, dass am Ende noch ein anständiger Kopf fehlte. Das stimmt. Also, sie war schon am Sterben. Oh Mann, das ist der Einzige, der wirklich, halt keine Vorwürfe macht, sondern halt wirklich hinter ihr steht, ne? Oh Mann, ich bin so traurig gerade. Ah, Mann. Das ist gerade so... Ah, nee, ich zitter schon. Sorry. Denke nicht, dass du die Nachricht hier hören wirst. Doch, oder? Wir hören sie. Ach Mann, ich will doch gar nicht, dass meine Stimme so klingt. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als ich mir in meinem
einer Philosophie aber träumen lassen, oder? Ich meine, am Ende war es deine Entscheidung. Die Wahl, die dir zustand. Im Endeffekt, wenn wir die Pille genommen hätten, wäre es dasselbe, auf selber hinausgelaufen. Dass es nicht nur Auswirkungen auf dich hat, sondern ja, klar. Auch auf deine Freunde. Das wissen wir doch. Ich glaube, du wusstest gar nicht, wie viele Freunde du wirklich hattest. Doch, aber es läuft halt nur mal auf das eine hinaus. Irgendwann wieder wie du, ich. Oh Gott, jetzt muss ich mich erstmal wieder fangen. Eieiei. Ah, das ist. Dahin. Mach's gut. Das geht mir näher, als ich dachte. Auch die ganzen Nachrichten, ne? Alter, ich bin doch nur sonst nicht so nah am Wasser gebaut. Wirklich nicht. Aber das ist jetzt, wo wir die ganze Zeit so miteinander verbracht haben, ne? Alter, jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich erwischt. Ah, Mensch. Ja. Aber es war ja aber auch eine Situation für sie, wo es hieß, sterben oder sterben. Entweder so sterben, indem man abgibt, ne, an Johnny. Oder man stirbt, durch, halt, indem man es selber entscheidet, ne. Und ich meine, jedem anderen hätte man das selbstbestimmte Sterben gegönnt und ihr macht man so Vorhaltungen, ne. Ich weiß auch nicht, also, ne, ich meine, wie viele von ihnen hätten nicht zu Anfang schon sich erschossen? Dass wie überhaupt so lange durchgehalten hat, ist, ne? Und so vielen Leuten geholfen hat, ohne an sich zu denken, und dann ist ihr die Zeit einfach davon gerannt. Das war ja, das ist ja die Prämisse des Spiels. Dass man alles macht für andere, um sich selber voranzubringen, aber im Endeffekt hat man alles gemacht und ist trotzdem keinen Schritt weiter und ist trotzdem irgendwo da, wo man am Anfang gestanden hat, nur dass man anderen geholfen hat, aber sich nicht selbst, ne? Dass man die ganze Zeit verplempert hat, ohne großartig daran zu denken, dass eigentlich die eigene Zeit halt wegläuft. Und die Zeit ist halt weg gewesen. Sie war nicht mehr wiederholbar. Oh, jetzt bin ich wieder gefangen, so ein bisschen gefasst. Oh, meine Nase ist natürlich noch zu. Entschuldigung. Aber ey, das hat mich gerade voll umgeworfen, ne? Ah, auch so mit Judy und so und I. Oh, die Musik ist auch so schön. Ah. Oh. Ja. Ne, also ich meine. Eieiei. Ne, das ist halt, das gehört halt dazu, ne? Wenn sich jemand dafür entscheidet, ja, natürlich tut's anderen weh. Es tut immer weh, aber sie wäre ja eh gestorben. Also in dem Sinne war sie ja schon mehr tot als lebendig. Das hatte ja auch Vic auch gesagt, ne, dass sie überhaupt noch dahin kriechen konnte. War ja auch schon nur, weil Johnny da war, ne? Also eigentlich wäre sie ja schon längst tot gewesen. Wenn dieser blöde Chip nicht gewesen wäre, dann wären wir das halbe Spiel nicht da gewesen. Ne, wir haben ja nur durch diesen Chip überlebt und bei diesem Schrottplatz. Ansonsten hätten wir da verrottet und niemanden hätte es interessiert so wirklich, ne? Ja, vielleicht Misty und Vic halt, ne? Weil das waren die einzigen, die wir zu dem Zeitpunkt wirklich kannten. Ich glaube nicht, dass Evelyn irgendwie, ne? Aber ja, Judy tut's halt weh, weil Evelyn sich halt auch umgebracht hat, ne? Ne, aber das war ja eine andere Situation. Ich meine, ich habe ihr auch nicht, ihren Selbstmord, ne? Es war halt zu viel für sie, ne? Psychisch. Und für uns war es körperlich zu viel. Ja, wie war körperlich am Limit? Während Evelyn geistig am Limit war, ne? Also ich meine, das eine rechtfertigt das andere nicht mehr oder weniger, aber ne, es ist schon ein Unterschied. Ich meine, für Judy nicht. Ne? Aber ja. Eieiei. Haben wir das erste Ende, ha? Huh? Das erste von mehreren, die ich noch machen will. Also ich will das Corpo-Ende, das Rogue-Ende, das Panam-Ende, ne, das sind schon mal drei. Und dann noch ein schönes Ende mit für Johnny.
Dafür haben wir seine ganzen Quests gemacht, Chip-In und so. Chip-In-In, sorry. Ja. Ne. Mhm. Genau. Oh, ich hoffe, wir haben die 70%, ne? Dann können wir nämlich das Ende machen. Aber das mache ich zum Ende, glaube ich. Also, nee, ich mache definitiv das Corpo-Endo gleich zuerst. Na, das ist neben dem Ende halt, ja, das Mäh-Ende. Dann nehme ich das Rogue-Ende. Dann nehme ich Johnnys Ende, in Anführungsstrichen. Und dann zuletzt würde ich dann tatsächlich Panams Ende planen. Weil das, ich denke mal, das ist mit das schönste Ende, mit Panam da. Ja, ne? Genau. Da gibt es auch irgendwie zwei Möglichkeiten, also mehrere Möglichkeiten. Aber das eine ist halt wie beim Rogue-Ende, deswegen machen wir das nicht. Und dann, ja, bei Panam meine ich jetzt, ne? Ja. Okay. Also es gibt mehrere Möglichkeiten noch in diesen Enden, die wir auch noch nehmen können. Also das wird jetzt, ja, die nächsten Parts etwas schwierig. Weil ich dann auch teilweise gucken muss, wie ich was mache. Aber wie gesagt, ich mache dann gleich erstmal, ich glaube, das ist auch das Einfachste mit, neben dem hier, das Corpo-Ende. Genau. Genau, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Achso, ja, genau, das Corpo-Ende ist das, was halt so das Normalo-Ende quasi ist. Wo wir dann entweder dann da oben bleiben oder halt hier unten in Night City. Ne? Also wir gehen entweder nach Mikoshi oder sind dann halt... T-Bug, habe ich eigentlich gedacht, wäre da nochmal so ein bisschen hintergrundmäßig mit dabei gewesen. Aber vieles hat nach ihr ausgesehen, aber vielleicht ist sie da doch gestorben. Ne, also da habe ich ein paar Mal gedacht, dass sie da irgendwie, aber ja, keine Ahnung. Ne? Okay, ja. Ich würde dann sagen, ich verabschiede mich jetzt schon mal hier raus, damit wir das dann hier einigermaßen schön durchlaufen lassen können, hier die Credits, ne? Und wir sehen uns dann im nächsten Part zum nächsten Ende oder Lösungsweg wieder. Bis dann. Bye.
Tja, danke fürs Spielen. Herzlichen Glückwunsch, Shumba. Du hast die Hauptgeschichte von Cyberpunk 2077 abgeschlossen. Vergiss aber nicht, dass Night City niemals schläft. Die Stadt hat noch eine Menge zu bieten. Du kannst gern ab deinem letzten Open-World-Speicherstand fortfahren. Möchtest du jetzt zum Spiel zurückkehren? Ja. Ein Auftrag geht noch. Ja, ich hatte mich zwar schon verabschiedet, aber ja, dafür haben wir noch ein bisschen Zeit. Dafür, lasse ich dann die Credits ein bisschen schneller durchlaufen. Zumindest ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr rede. Nö. Ich habe mich mittlerweile wieder gefasst. Die Credits gehen ja auch ziemlich lange. Also ist das auch nicht ganz so schwer. Aber wenn ich wieder zwischendurch mal wieder Probleme hatte mit der Aufnahme, wegen selber abbrechen und so, ne? Ihr kennt das, jo. Wenn das dann zu lange dauert, ne, dann ist der Konsole das auch nicht recht. Nö. Dann wollen wir mal gucken, wo wir rausgeschmissen werden. Das war jetzt auch noch irgendwie was, was ich noch wissen wollte, bevor ich den nächsten Part beginne. Ah, okay. Ich habe ja schon was gesehen. Gerade eben. Ich glaube, das sollte nicht so sein, aber bisschen geteasert. Steh auf. Aber nicht das letzte, wo wir gespeichert haben. Ich meine, haben wir denn? Ich guck mal kurz. Ich kann ja auch hier. Moment. Ja, es ist ein bisschen doof gerade. Hier wegmachen. Hier haben wir, ne? Boat Drinks, Every Breath You Take. Blue Moon, genau. Ja, genau. Das haben wir alles gemacht, ne? Und wir haben nicht die 70%, oder? Verdammt. Also kann ich vielleicht das andere gar nicht machen. Oder zählt das hier? Ich meine, das zählt das hier. Und da stand irgendwas mit 70%. Ah. Fuck. Also ich könnte jetzt gleich, bevor wir das Corpo-Ende machen, das zweite Secret-Ende, also wird zumindest als geheimes Ende durch aufgelistet, gucken. Also das, was ich als Johnny-Ende betitelt hatte, was ich eigentlich ganz hinten mit drin machen wollte, könnten wir gleich mal probieren, also im nächsten Part. Ha. Also, dass ich zumindest drauf warte. Aber wie gesagt, ne, erstmal hier beenden wir den Port, ne, wie immer. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.